Kann es sein, dass kaum einer den Namen der mächtigsten Firma auf diesem Planeten kennt? Ein Konzern, der nicht nur die Wall Street dominiert, sondern rund um den Globus aktiv ist. Mit einem Mann an der Spitze, der die Welt nach seiner Pfeife tanzen lassen kann. Er ist wohl der mächtigste Mann der Wall Street, von dem die meisten Leute noch nie gehört haben. Eine Einzelperson hat das so weit ausbauen können, dass man heute das größte Finanzimperium in der Welt hat. Wahrscheinlich ist er mindestens so mächtig wie der amerikanische Präsident, im Wirtschaftsbereich natürlich unendlich viel mächtiger. In diesem Gebäude sitzt der Mann, den Sie den König der Wall Street nennen. Was hat er mit dieser Frau zu tun, die in Freiburg gegen den Verfall ihres Viertels kämpft? Oder mit diesen Arbeitnehmern in Geislingen, die bei WMF um ihre Löhne ringen? Wie hängen sie drin im Netz der globalen Finanzkonzerne? Und wer sind die wirklich Mächtigen an den Schaltstellen des großen Geldes? Die internationalen Großbanken stehen unter Beobachtung. Sie haben die Finanzwelt erschüttert, stehen zu Recht im Fokus von Politik und Öffentlichkeit. Zocken mit Ramschpapieren, kriminelle Händler, versenkte Milliarden. Tausende Banker wurden entlassen. Doch das Finanzkarussell dreht sich weiter. Im Schatten der Banken wachsen neue, gigantische Finanzkonzerne. Wer sind sie? Max Otte weiß es längst. Der Ökonomieprofessor, der die letzte große Finanzkrise vorhergesagt hat, warnt vor den neuen Giganten, die sich mit riesigen Summen die Welt zusammenkaufen. Wir haben nun die Banken reguliert, weil sie im Kreuzfeuer der Kritik standen und das Geld ist in die Schattenbanken und die Fondsgesellschaften abgewandelt. Das verstärkt die Mechanismen sogar, weil jetzt die Öffentlichkeit glaubt, dass man das Problem im Griff habe bei den Banken und diese anderen Sektoren eben gar nicht mehr so genau beachtet werden. Diese anderen sind Firmen, die nur Insider kennen. Vermögensfonds etwa, die Milliarden investieren. Der größte von allen, BlackRock, der schwarze Fels. Manhattan. Hier sitzt die Firma, die ein Anlagevermögen von fast 4 Billionen Dollar verwaltet. Das sind 4.000 Milliarden. Etwa das Zehnfache des deutschen Bundeshaushaltes. BlackRock, der größte Finanzakteur auf der Erde. Auch in Deutschland ist der Finanzriese an fast allen Konzernen beteiligt. Zwischen 3 und 10%. Allein in 9 DAX-Unternehmen ist BlackRock größter Einzelaktionär. Welchen Einfluss hat BlackRock in Deutschland tatsächlich? Darüber hätten wir gerne mit dem Chef gesprochen. Doch BlackRock lehnt ab. Wir dürfen nicht in den schwarzen Felsen. Kein Interview. Macht und Einfluss des größten Finanzkonzerns hinterlassen zwar weltweit Spuren, sie zu enttarnen ist aber mühsam. Transparenz null. So ähnlich könnte der Ort aussehen, von dem Larry Fink das Imperium des schwarzen Felsens steuert. Der Mann, der das meiste Geld dieser Welt verwaltet. BlackRock sammelt Vermögen ein und legt es global an, möglichst gewinnbringend. Where others see complexity, we find opportunity. In vast oceans of data, we seek the insight that can change everything. We uncover the new risks lurking in the markets. And help our clients do the same. Wir bewältigen ihre Zukunft. Das ist die Botschaft dieses BlackRock-Werbefilms. Wir helfen allen, die ihr Geld vermehren möchten. Staatsfonds, Pensionsfonds, Versicherungen, aber auch superreichen Privatanlegern. BlackRock. Es
Es gibt nicht viele Leute, die über BlackRock sprechen wollen. Wer an der Wall Street arbeitet, kann sich nicht mit dem schwarzen Riesen anlegen, erzählt Bill Cohen. Er muss es wissen. 17 Jahre lang war er erfolgreicher Händler bei diversen Banken. Spekulieren mit dem Geld anderer Leute. Das war mein Job, meint er lapidar. Für ihn gab es nur einen schönen Moment, wenn der Jahresbonus bezahlt wurde. Für Cohen steht fest, BlackRock ist ein Gigant, dessen Einfluss nicht hoch genug einzuschätzen ist. Their protection is that they're big and they're diversified in any one. Sie sind groß und weit verzweigt. Die verschmerzen das locker, wenn mal was schief geht. Und sie können Druck machen auf die Firmen, an denen sie beteiligt sind. Wenn er möchte, kann sich Larry Fink immer und überall durchsetzen. I'm sure Larry Fink can get his way pretty much whenever he wants to. Dabei steht BlackRock für ein ganzes System. Das große Geld der Wall Street. Es wirkt auch in Deutschland. Im Prinzip gibt es im Moment einen Kampf der Systeme. Es gibt den aggressiven, transaktionsorientierten, sehr renditeorientierten angelsächsischen Kapitalismus, der eigentlich seit den 70er Jahren auf dem Vormarsch ist. Und dann gibt es das, was wir in Europa, zumindest Kontinentaleuropa, als soziale Marktwirtschaft bezeichnet haben. Also einen sozialen Kapitalismus, einen Kapitalismus mit Regeln für alle. Und in diesem Kampf der Betriebssysteme, so möchte ich es mal nennen, setzt sich der angelsächsische Kapitalismus mit zunehmender Geschwindigkeit durch. Und aus meiner Sicht stehen wir schon fast vor einem Kollaps der sozialen Marktwirtschaft. Das dauert nicht mehr lange, wenn es so weitergeht wie bisher. Am Rande des Schwarzwalds spielt sich eine Geschichte ab, die sich so oder so ähnlich auf der ganzen Welt wiederholt. Mit den Investoren kommt das Wohl der Allgemeinheit unter die Räder. Christel Hoffmann lebt seit 35 Jahren in der Auwaldsiedlung. Gebaut wurde die von der neuen Heimat, sozialer Wohnungsbau. Seit 2 Jahren ist die Siedlung in der Hand der TAG, einer Immobiliengesellschaft, die Zehntausende von Wohnungen in Deutschland besitzt. Als Aktionär mit dabei BlackRock aus New York. Schon lange geht es hier bergab, wird kaum mehr investiert. Wohnungen und Wohnanlagen verfallen. Nichts wird hier gemacht, sagt Christel Hoffmann. Nachdem im Nachbarhaus die großen Waschbetonplatten von den Wänden abgefallen sind, hat man diese Gitter hier hingestellt. Wie man sieht, ist auch alles total verwachsen. Das soll der Spielplatz sein. Also das ist eine Katastrophe, ist das. Und hier, alles ist vergammelt, marode. Christel Hoffmann wehrt sich. Die Mietersprecherin bereitet eine Bürgerversammlung vor, auf der die Missstände gesammelt werden sollen. Haben Sie aber selber eingebaut, ne? Ja. Nachdem Sie mir damals hier eingestiegen sind? Ja. Zahnarzt Dr. Bernard, der hier seine Praxis hat, kann einiges dazu beitragen. Das hier, das ist sprichwörtlich. Definitiv so, dass in den 12 Jahren, wo ich hier bin, sich nichts, aber auch wirklich nichts ist mal renoviert worden, mal repariert worden oder sonst was. Es ist einfach so, wie es jetzt ist. Ja. Es bröckelt vor sich hin und das war's. Selbst kleinste Reparaturen werden verschleppt. Umso größer der Ärger. Wenn Sie sowas haben, dann müssen Sie mit Düsseldorf telefonieren. Wenn eine Schraube hier fehlt, dann muss man in Düsseldorf anrufen, damit die dann geordert wird. Der Hausmeister darf von sich aus nichts machen, außer Lampen wechseln. Die TAG, der jetzt die Anlage gehört, muss ihren Aktionären Gewinne ausschütten. Richtig Gewinn machen kann man mit einem Wohnungspaket, wenn man es weiterverkauft. In den letzten Jahren wechselte die Auwaldsiedlung mehrfach den Besitzer. Es geht meines Erachtens gar nicht mehr um die Bausubstanz der Immobilie. Es geht einfach nur noch darum, wie viele Mieter wirklich Mietverträge haben und tatsächlich jeden Monat zahlen. Und der tatsächliche Wert des bröckelnden Betons, der ist völlig nebensächlich. Also da bin ich der Meinung, dass die großen Konzerne sich das von A nach B schieben und vielleicht bricht es irgendwann zusammen, dann hat es wirklich keinen Wert mehr. Aber davor sind genug Mietverträge da, die dafür sorgen, dass Monat für Monat Geld reinkommt.
Die Fonds, die in die TAG investieren, sitzen in London, auf den Cayman-Inseln oder in New York. Der größte Aktionär Deutschlands, BlackRock, ist auch an der TAG beteiligt, wenn auch nur mit 3%. Wohnraum veredeln, Geld verdienen. Ein globaler Trend. Betongold. Mitten in New York hat BlackRock den größten Immobiliendeal der Geschichte gemacht und diese Blocks im Viertel Stuyvesant Town aufgekauft. 100 Häuser für 25.000 Menschen. Eine gewinnbringende Spekulation sollte es werden, in einer Idylle. Einem Viertel, in dem es noch so etwas wie Gemeinschaft und Zusammenhalt gibt. BlackRock investierte zusammen mit einer Immobilienfirma mehr als 5 Milliarden Dollar in die Wohnungen und sammelte dafür das Geld von Pensionsfonds und Rentenversicherern ein. Aus den günstigen Mietwohnungen für kleine Leute sollten teure Apartments für Luxusmieter werden. Renditeversprechen 13%. Ein Opfer dieser Spekulation ist Ingrid De Vito, oder besser ihre alte Mutter, für die Ingrid gekämpft hat. Und die trotzdem ausziehen musste. So ging es zahllosen anderen Mietern von Stuyvesant Town. Ingrid De Vito ist heute immer noch empört über das Vorgehen der Spekulanten. Das sind doch Blutsauger. Die sollten alle eingesperrt werden für diese Geschichte hier. Ingrids Mutter lebte um die Ecke. So konnte sich Ingrid um sie kümmern. Mit dem Mietzuschuss, den sie als Rentnerin bekam, reichte es gerade so. Als BlackRock die Wohnungen übernommen hatte, versuchten die Anwälte mit allen Mitteln, Leute wie Ingrids Mutter zum Auszug zu bewegen. Denn aus einer 1.500-Dollar Mietwohnung sollte eine 3.000-Dollar Wohnung werden. Die Angst war unglaublich. Ja, nichts machen, was den Mietvertrag gefährdet. Sie waren grausam. Mit bis zu 12 Anwälten kamen sie an und quälten die Leute mit Prozessen. Das Vorgehen hat ihre Mutter so verstört, dass sie auch heute noch nicht darüber sprechen kann. Gegen die Macht des Geldes kommen wir kleinen Leute halt nicht an. Am Ende ist der Widerstand der Mieter zu groß. BlackRock steigt aus. Die Wohnblocks werden mit riesigen Verlusten verkauft, weiß Charles Bagley. Verluste, die nicht BlackRock, sondern andere machten. Pensionsfonds aus den USA. Bagley, Rechercheur der New York Times, hat ein ganzes Buch über den Deal geschrieben. Sein Fazit? Weil Pensionsfonds und Rentenversicherer Milliarden verloren haben, zahlen die kleinen Leute die Zeche mit ihrer Rente. Companies like BlackRock that advise pension funds all over the world. Firmen wie BlackRock, die Großanleger und Pensionsfonds beraten, treffen mit ihren Entscheidungen ganze Städte und Länder. Sozial und wirtschaftlich. Ist das gut oder nicht? Es war richtig schlecht für die Menschen, die hier leben. Es ist mehr als nur ein Fall. Es hat System. Weltweit werden soziale Errungenschaften geopfert und zu Geld gemacht. Die Jagd nach Renditen kennt dabei keine Schranken. Im Moment wird die Welt massiv und schnell ungerechter. Wir haben eine massive Vermögenskonzentration an der Spitze. Da entsteht wirklich eine neue Adelsschicht, die die Welt auf ihre Art beherrscht. Und das hat mit Verschwörung gar nichts zu tun, sondern mit Machtstrukturen. Und diese Vermögenskonzentration nimmt rapide zu. Also wir bekommen eine zunehmend ungerechtere Welt. Nur wer Geld hat, kann es auch vermehren und besucht Messen, wie die Invest in Stuttgart. Ein Hochamt für Renditejäger. Von Immobilien über Rohstoffe bis Aktienwetten. Hier werden Produkte für jeden Investorenwunsch angeboten.
Auch Thomas Küchenmeister schaut sich hier um. Er kommt von Facing Finance, einer Organisation, die hinter die Fassade der Finanzindustrie schaut. Deren Hochglanzbroschüren sagen nicht immer alles. Uns interessiert in erster Linie, wie Investoren mit sozialen und Umweltnormen umgehen. Ob sie zum Beispiel Richtlinien haben und nicht in Unternehmen investieren oder deren Anteile kaufen, die von Umweltzerstörung profitieren oder von Menschenrechtsverletzungen oder auch von Waffen. Facing Finance möchte Licht ins Dunkel der Finanzbranche bringen, auch in die Welt der Schattenbanken. Welche neuen Produkte füttern den Hunger der Anleger? Es wird kein Index abgebildet, sondern wir bauen einen Index. Sein Mini-Futures als CFD verpackt ist die optimale Version von dem Zertifikat. Dabei ist Küchenmeister in der Rolle des David, der gegen die Goliaths der Branche antritt. Natürlich präsentiert sich auch BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt auf der Invest. Deutschland ist ein guter Boden, hat viele Kunden, die ihr Geld vermehren wollen. Wenn der Kunde, renditeorientiert ist, was viele Kunden sind, dann ist BlackRock wohl eine der ersten Adressen, wenn man so die Zahlen rein auf die nackten Zahlen schaut. Wenn ein Kunde aber anders orientiert ist, wenn er möchte, dass zum Beispiel sein Geld eben nicht investiert ist in Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung, dann sollte man BlackRock meiden. In welche kritischen Geschäfte investiert BlackRock? Um es genauer zu wissen, muss Thomas Küchenmeister erst noch zahllose Daten analysieren. Hier residiert BlackRock mit 10.000 Beschäftigten und der Macht von 4.000 Milliarden Dollar Anlagevermögen im Rücken. Der mächtigste Mann an der Wall Street, BlackRock-Gründer und Firmenchef Lawrence Fink, genannt Larry, meidet die Öffentlichkeit. Seinen Ruf hat er sich früh erarbeitet. Schon als junger Finanzprofi kommt er groß raus, entdeckt als erster, wie gut sich Hypothekenpapiere handeln lassen. Ein Mega-Erfolg. Bis zur Krise. Doch auch nach der Krise schlägt er zu. Weil er die Giftpapiere am besten kennt, wollen ihn alle zum Aufräumen des Desasters. Heute gilt er als der Mann, der Risiken am besten einschätzen kann. Superreiche, Konzernchefs, Finanzminister, alle kommen zu ihm. Er ist der Mann mit den besten Beziehungen an der Wall Street. Er kann den Markt bewegen. Er hat überall seine Finger drin, in jedem Unternehmen. Jeder hofiert ihn in Washington, in Amerika, auf der ganzen Welt. Larry Fink ist bestens vernetzt. Sei es mit Europas Zentralbanker Mario Draghi, ehemals Goldman Sachs, oder dem amerikanischen Notenbanker Ben Bernanke. Philipp Hildebrandt, Ex-Chef der Schweizer Nationalbank, sitzt bei ihm im Vorstand. Lloyd Blankfein ist Chef der Großbank Goldman Sachs. Und mit US-Finanzminister Tim Geithner telefoniert Fink regelmäßig, belegen Daten. Worüber, sagen sie nicht. Jamie Dimon ist Chef von JP Morgan. Die Großen der internationalen Finanzwelt, sie alle sind gute Bekannte von Larry Fink. Er sitzt letztlich wie die Spinne in einem Netz von Machtbeziehungen und er spielt das natürlich auch sehr konsequent, aber im Rahmen der heutigen gängigen Regeln. Also er wird sich schon sehr bemühen, keine Gesetze zu verletzen. In Zürich, der Bankenstadt, erfahren wir mehr über Netzwerke. Wie funktionieren sie? Der Physiker James Glatfelder hat an der ETH Zürich zusammen mit Kollegen untersucht, wie sich Macht und Einfluss in der Wirtschaft konzentrieren. Weil der Dschungel an Daten nahezu undurchdringlich ist, hatte das noch niemand gewagt. James Glatfelder hat das geschafft. Millionen von globalen Unternehmensdaten und Beteiligungen liefen durch die Rechner. Das Ergebnis verblüfft. Dass das zu einem kleinen Kern geht von Finanzakteuren, die alle miteinander vernetzt sind, das war eigentlich auch etwas, was man im Vornherein gar nicht wusste, weil eigentlich niemand diese Daten angeschaut hat.
Diese Elite besteht aus nur 147 Unternehmen. Sie kontrollieren fast die Hälfte der globalen Wirtschaft. James Glatfelder glaubt, dass Kontrolle in einem so komplexen Netzwerk kaum möglich ist. Denn es gibt bis jetzt nur nationale Aufsichtsbehörden, aber niemanden, der den ganzen Globus überblickt. Im Unterschied zu den Finanzgiganten. Die Analyse der Zürcher Wissenschaftler erregt Aufsehen. Steckt eine Weltverschwörung dahinter? Fragen ihn viele. Nein, sagt er, Netzwerke organisieren sich von selbst so. Wie das Internet. Dort heißen die Giganten Google oder Facebook. Hier BlackRock oder Goldman Sachs. Also die haben alle Beteiligungen untereinander und im Prinzip ist das, bildet das so eine Gruppe, die sich gegenseitig besitzt. Tatsächlich sind die riesigen Investment- und Vermögensfonds im Besitz der bekannten Großbanken Goldman Sachs und Co. Andererseits haben BlackRock und die anderen Fonds wiederum die wichtigsten Anteile an eben diesen Banken. Ganz oben also ein Geflecht von gegenseitiger Beteiligung. Und das Netz wird immer weiter gesponnen. Die WMF, ein schwäbisches Traditionsunternehmen, das mit Geschirr weltbekannt wurde, fiel schon vor Jahren in die Hand von Finanzinvestoren. Und alles wurde anders. In der fünften Generation arbeiten Wolfgang Lutz und Sohn Markus bei der WMF. Von oben sieht alles besser aus. Aber es tut den beiden schon weh zu sehen, wie sich ihre Firma dramatisch verändert. Die WMF ist heute im Hauptbesitz des Investmentriesen KKR aus New York. Seit das globale Geld im Unternehmen steckt, geht's mit den Arbeitsbedingungen bergab. Ich habe mich eigentlich innerlich von der Firma WMF verabschiedet. Warum? Weil das nicht mehr die WMF ist, die ich gekannt und geliebt habe als Firma. Es geht bloß um Profit. Immer mehr, immer noch mehr. Kostet es, was es wolle. Ja. Wenn irgendwas nicht rentabel ist, dann wird es abgestoßen und die Leute, die da dabei sind, sind die Leidtragenden, die Menschen. Ne? Ein großer Teil der Fertigung ist längst in Fernost. Kaffeemaschinen für die Gastronomie werden hier unten noch immer produziert. Dort arbeitet Markus Lutz. Und er kann froh sein, dass die WMF und ihre Eigner mit den Kaffeemaschinen noch ordentlich Geld verdienen. Sonst wäre sein Arbeitsplatz auch weg. Von einst 7.000 Beschäftigten in Geislingen sind nur noch 1.600 in der WMF geblieben. Fünf Generationen Lutz. Das bindet an die Firma. Wie andere Familien in Geislingen haben sie erlebt, wie ihre WMF erst an einen Schweizer Investor ging, der sie dann mit gewaltigem Gewinn an die KKR verkauft hat. Dein Opa, angefangen in der WMF. Jetzt fürchten sie, dass die WMF für die neuen Investoren nur ein Spielball ist, den man möglichst gewinnbringend weiterverkauft. Kundendienst. Und da hat er sein erst Kaffeemaschine, Kundendienstauto kriegt. Die Chefs, die waren für ihre Angestellten und für die Leute da. Wenn man da irgendwas gehabt hat, oder die sind durch die Werkstatt, haben gefragt, wie geht's, was macht's. Die haben zum Teil nach der Familie gefragt. Mit dem Herzen hängen sie an der WMF und ihren Produkten. Aber ihr Kopf sagt ihnen, den globalen Investmentfirmen, ist das völlig egal. Das ist von der WMF. Das ist von der WMF. Die Namen? Das sind von der das WMF. Das ist WMF. Genau. Griffel? Ja. Das Besteck wird längst in China gefertigt. Und die Arbeitsplätze dafür sind ebenfalls aus Geislingen verschwunden. Jährlich kommen Entlassungen, kommt wieder eine neue Entlassungswelle von 20, 50, 60 Personen. Die hat es halt erwischt. Und genauso können es auch mich erwischen. Jeden. Ja, und durch das ist halt irgendwo immer die Angst da. Wie lange geht's noch?
Unübersichtlich ist auch die neue Eignerstruktur der WMF. Die schwäbische Traditionsfirma ist über eine verschachtelte Konstruktion im Besitz der Fine Dining Limited mit Sitz auf den Cayman-Inseln, dem Steuerparadies. Die Fine Dining gehört dem Investor KKR in New York, an dem FMR beteiligt ist und schließlich auch BlackRock, der schwarze Fels. Geld fließt, aber wie und wohin? Und wer dirigiert es? Sie sehen ja diese Tendenz gerade auch daran, dass immer mehr deutsche Firmen von amerikanischen Investoren, von ausländischen Investoren gekauft werden. Früher war es so, dass das Sparvermögen der Deutschen über die Volksbanken, Sparkassen, Raiffeisenbanken, über Kredite dem Mittelständler wieder zur Verfügung gestellt wurde. Heute geht das Geld an die Kapitalmärkte, dann wird es in London oder in Washington größtenteils gesammelt, natürlich auch in Frankfurt, und dann kommt es über diese Finanzinvestoren und auch über Fondsgesellschaften wieder zurück als Aktienkapital, als Beteiligungskapital. Wir haben also quasi die Pipelines umgebaut, und ob das so vernünftig ist, das wage ich zu bezweifeln. Hauptversammlung der Deutschen Bank AG, an der BlackRock aus New York offiziell 5,14% der Aktien hält. Damit sind Sie der größte Aktionär der Bank. Vor der Tür protestieren Aktivisten gegen die Geschäfte der Deutschen Bank, werfen ihr vor, sich an Rüstungsprojekten und Nahrungsmittelspekulationen zu beteiligen. Thomas Küchenmeister von Facing Finance möchte die Kleinaktionäre auf die Verstrickungen aufmerksam machen. Facing Finance hat ein Auge auf die Geschäfte der großen Finanzakteure. Draußen wird noch geschossen, drinnen lässt sich Anshu Jain, der neue Chef der Deutschen Bank, für seine Strategie feiern. Und sind fest entschlossen, die Deutsche Bank fit für die Zukunft zu machen. Und nachhaltig und langfristig Wert zu schaffen für Sie, unsere Aktionäre. Blut für den Profit, das ist die Botschaft der Kritiker. BlackRock ist der größte Aktionär der Deutschen Bank. Mit Geld immer noch mehr Geld verdienen, das sei nun mal die Hauptaufgabe von Investoren wie BlackRock, sagt Thomas Küchenmeister. Dort, wo keine Regulierung stattfindet, ist der Profit am höchsten. Und das weiß jeder Investor. Das ist die erste Regel, die man dort lernt. Und deswegen sind auch solche Investoren wie BlackRock in die Deutsche Bank investiert. Weil die Deutsche Bank eben stark profitiert von Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen. Insider wissen, es wird kaum wichtige Entscheidungen in der Bank geben, die nicht mit dem Großaktionär aus New York abgesprochen sind. Wie sehen sie aus, die fragwürdigen Geschäfte, an denen sich BlackRock mit seinen Billionen beteiligt? Ein paar Tage später, Thomas Küchenmeister unterwegs zum Büro von Facing Finance. Die Kollegen haben viele Daten zusammengetragen, allerdings nur aus den Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind. Vieles, vermuten sie, bleibt im Dunkeln. Der Finanzgigant BlackRock verpflichtet sich in seinen Prospekten zwar, eine UN-Konvention für verantwortungsvolles Investment einzuhalten. Die Experten von Facing Finance haben trotzdem viele Beteiligungen an fragwürdigen Firmen entdeckt. Die Liste ist lang. Und wir haben mal die Top 10 aus dieser Liste genommen und haben angeschaut, inwieweit ist BlackRock in diese Waffengeschäfte, zum Beispiel auch viele Drohnenhersteller dabei. Das ist ja das Geschäft der Zukunft oder das angebliche Geschäft der Zukunft. Und da haben wir Investments gefunden von 16,5 Milliarden US-Dollar nur in die Top 10. Das heißt, also man darf mit Sicherheit davon ausgehen, dass wenn man den ganzen Sektor Rüstung, Waffen anschauen würde, man noch wesentlich mehr finden würde. Dirty Profits Report, schmutzige Profite. Facing Finance hat ein Handbuch der Beteiligung von Finanzfirmen an Rüstungs- und anderen Herstellern gefertigt. Der Gigant BlackRock mit seinen zahllosen Fonds ist sehr häufig vertreten, sagt Thomas Küchenmeister. Das zeigen schon diese Beispiele.
Der Bergbaukonzern Anglo American, der in aller Welt Rohstoffe abbaut, ist in der Kritik, weil er mit seinen Minen Eingeborene bedrängt, die Umwelt schädigt oder die Arbeiter krank macht. Mit dabei BlackRock. In Indonesien der riesige Palmölproduzent Golden Agri. Tausende Hektar Urwald mussten für die Plantagen fallen, auf denen jetzt nur Monokulturen angepflanzt werden. Für Treibstoff. In den USA der Saatgutkonzern Monsanto, der wegen seiner Genprodukte auf dem ganzen Globus heftig umstritten ist. Oder der Produzent elektronischer Waffensysteme, Raytheon, der zum Beispiel diese Lenkflugkörper baut. Raytheon verkauft seine Produkte an viele Armeen weltweit. Mit dabei BlackRock. Solche Beteiligungen sind schwer herauszufinden. Natürlich spricht kein BlackRock-Mitarbeiter darüber. Sie bleiben unter sich. Waren die Banker vor der Krise noch redselig, herrscht jetzt an der Wall Street völliges Schweigen. Das ist sogar ein notwendiges Übel. Sonst wüssten ja die Menschen, was sie tun. Keiner soll es wissen. Das ist quasi überlebenswichtig. Dafür hört das Unternehmen BlackRock jeden Grashalm wachsen. Eines der größten Computersysteme der Welt mit Namen Aladdin rechnet in Millisekunden die ökonomischen Folgen eines Ereignisses aus. Ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil. BlackRock verkauft ihn als Dienstleistung an andere und hat so die Kontrolle über noch einmal 15 Billionen Dollar. Risikoabschätzung, ein Riesengeschäft. BlackRock weiß, wo es sich lohnt. Sogar die Formel 1 fährt mit BlackRocks Geld. Auch beim Rating sind sie mit dabei, beteiligt am Mutterkonzern von Standard & Poor's. Richtig verdient hat BlackRock nach der Krise. Im Auftrag der US-Regierung wurden Pleitebanken abgewickelt und erste Hilfe auf dem US-Hypothekenmarkt geleistet. Später haben sich die Experten aus New York Einblicke in Griechenlands Finanzen verschafft. Im Auftrag der griechischen Zentralbank. Krise ist immer gut fürs Geschäft. Und Staatsschulden erst recht. Die Staaten geraten in immer höhere Abhängigkeiten. Man kann sie refinanzieren, man kann sie beraten, man kann bei den Beratungen Geld verdienen, man kann bei den Anleihenemissionen Geld verdienen, man kann bei den Umschuldungen Geld verdienen. Man kann dann Geld verdienen, wenn zum Beispiel Teile in Griechenland privatisiert werden und von privaten Investmentgesellschaften aufgekauft werden. Also diese Zerschlagung klassischer staatlicher Strukturen im Wirtschaftsbereich spielt natürlich diesen Teilen der Finanzbranche direkt in die Hände. Auch das BlackRock-Imperium hat davon in den letzten 5 Jahren gewaltig profitiert. Es gibt Tochterfirmen auf dem ganzen Globus, die hunderte von Fonds aller Art aufgelegt haben. Ein Beispiel? Das Steuerparadies Cayman, wo ein Blick in die Datenbank der dortigen Finanzverwaltung allein über 70 BlackRock-Fonds auflistet. Michael Smallberg wundert sich über die rasante Entwicklung. Pogo heißt seine Organisation, die sowohl dem Staat auf die Finger schaut, als auch BlackRock. Denn der Konzern bekam nach der Finanzkrise lukrative Aufträge von der Regierung. Ohne Ausschreibung. Sehr dubios. Wir haben uns gefragt, warum BlackRock in Papiere investiert, deren Wert die Firma vorher im Auftrag der Regierung geprüft hat. Auch wenn BlackRock 2 separate Teams dran arbeiten lässt, das ist doch ein Interessenskonflikt. Diese Notlage der Regierung hätten eigentlich die eigenen Leute lösen müssen. Schließlich geht es um das Geld des Steuerzahlers. Und nun ist BlackRock plötzlich Diener 2 Herren. Because otherwise, at the end of the day, BlackRock's really serving 2 masters. Nicht nur Michael Smallberg hat diesen Fall untersucht. Das Geschäft war auch dem Kongress eine Debatte wert. Aber
ohne Konsequenz. BlackRock hat eine starke Lobby, ist bestens vernetzt. Der Finanzminister ist gut bekannt mit dem BlackRock-Chef Larry Fink. Für Smallberg ist klar, BlackRock ist eine Nummer zu groß. Weil sie sowohl im Geschäft sind mit Firmen als auch mit der Regierung, die genau diese Unternehmen kontrolliert. Wie viel Insider-Informationen die kriegen, weil sie für die Regierung arbeiten. Welche Interessenskonflikte. Wenn BlackRock sich bewegt, dann kann das die Märkte erschüttern und das Finanzsystem auf der ganzen Welt ins Wanken bringen. Die müssen streng reguliert werden, auf dem ganzen Globus. Mit allen Mitteln hat sich nicht nur BlackRock dagegen gewehrt, dass strengere Gesetze ihre globalen Geschäfte regulieren. Der Dodd-Frank Act zum Beispiel wollte die Arbeit von Fondsgesellschaften transparenter machen. Ein gutes Gesetz, urteilte die Politik, bis die Lobby mobil machte. Die Wall Street Firmen haben aber Millionen Dollar an Lobbyisten und Anwälte gezahlt, um den Dodd-Frank Act zu zerlegen. Das Gesetz hat keine Wirkung mehr. An der Wall Street hat sich nichts geändert. Immer kommen die Folgen des ungezügelten Finanzsystems bei den Menschen anderswo auf dem Globus an. Jede Menge Ärger mit den Wohnungen und dem Viertel hat Mietersprecherin Christel Hoffmann. Ärger mit dem neuen Investor TAG, an dem globale Investmentfonds wie BlackRock beteiligt sind. Mängel, Mängel und nichts passiert. Zum Beispiel in dieser Nachbarwohnung. Diese Mieterin hat hier Eimerwasser hier weggeholt. Und wenn sie hier nicht einen Fliesenboden hätte, wäre das in die unteren Wohnungen eingedrungen. Sie trommelt andere Engagierte zusammen, nimmt sämtliche Missstände auf und gibt sie weiter. Vielleicht tut sich diesmal was. Ja, hallo. Hallo. So, jetzt sind wir komplett, oder? Ja. Können wir rangehen. Und dann habe ich da was. Es geht ja auch anders. Ein paar hundert Meter weiter im selben Wohngebiet. Hier ist alles besser. Ja, die Kirche, das ist so, das ist also, das hat seinen Grund. Jetzt guckt euch doch mal an, das sieht doch schön aus. Hier tropft, bröselt oder modert nichts. Auf den ersten Blick erkennbar, dass der Vermieter hier Geld reinsteckt und nicht rausholt. Weil das hier eine Genossenschaft ist und da drüben ist es eine Investmentfirma. Und die Investmentfirma will Geld sehen und nichts investieren. Und die Baugenossenschaft, da sind die Mieter selber mit in der Baugenossenschaft drin. Und da ist ein ganz anderes Grunddenken. Es muss nicht jedem Investor ermöglicht werden, einfach nur Geld zu machen und eigentlich nichts in die Hand zu nehmen, um zu investieren, um irgendwas in Stand zu halten. Ne? Und dann, wenn es nicht mehr funktioniert, sofort wieder zu verkaufen. Kurze Zeit nach unserem Dreh tut sich dann tatsächlich was. Doch Christel Hoffmann bleibt skeptisch. Zu oft schon wurde sie enttäuscht. Skepsis auch bei WMF. Markus Lutz arbeitet noch hier. Aber die ehemaligen Kollegen von nebenan, Abteilung Logistik, sind heute ausgelagert. Ihre neue Firma heißt Prolog. Und in dieser Firma will die Geschäftsleitung Kosten senken. Es brodelt. Betriebsversammlung. Rationalisieren, auslagern, Kosten drücken. Das ist das Ziel des Investors. Das ist die Logik des Systems. Bernd Rattay von der IG Metall wehrt sich gegen den Abbau sozialer Errungenschaften durch die neuen Investoren. Uns hat man in den Verhandlungen immer wieder damit konfrontiert. Ja, schaut doch mal, woanders machen die das an der polnischen Grenze für 5 Euro. Da sind wir noch ganz toll, wenn wir 9,50 Euro bezahlen. Dann hat man uns gesagt, es wird ein Mindestlohn von 8,50 Euro diskutiert. Da sind wir mit 9,50 Euro doch ganz toll. Also man findet sich da in einer ganz, ganz komischen Situation wieder. Für sie geht es um Löhne, um Arbeitszeit, um Urlaubsgeld. Kurz, um ihre Zukunft.
Die Forderungen, die werden immer härter. Man will uns immer mehr wegnehmen, wo man nur kann. Es war unsere WMF. Heute natürlich, ja gut, was willst du da sagen? Und wie dann halt nach 2015 weitergeht, das ist die nächste Fragezeichen. Weiß man nicht, was kommt. Ja. So, ich habe das mal hier aufgezeichnet. Ich habe hier mal aufgezeichnet, was das jetzt im Endeffekt bedeutet. Bernd Rattay, der Gewerkschafter, verkündet den ehemaligen WMF-Beschäftigten das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Wenigstens sind die Dumpinglöhne vom Tisch. Dafür müssen alle Opfer bringen. Zum Beispiel unbezahlte Mehrarbeit. Der amerikanische Investor strebt hohe Gewinne an. Keine Illusionen in Geislingen. Und Geislingen ist überall. Die Finanzindustrie bewegt das Geld um den Globus. Jede Krise, jede Milliarde neue Staatsverschuldung bedeutet Umverteilung. Unten wird es weniger, oben wird es mehr. Und der Reichtum ist explodiert. In 10 Jahren hat sich die Zahl der Milliardäre auf dem Globus vervierfacht. Und das große Geldgeschäft ist zu den Firmen im Schatten gewandert. Dorthin, wo man sich nicht in die Karten schauen lässt. Es sind riesige Machtkonzentrationen entstanden und das geschieht von der Politik eigentlich weitgehend unbeaufsichtigt und vergessen. Auch im Bankenbereich, aber vor allem eben im Kapitalsammelstellenbereich bei den Fonds. Das lässt man im Moment zu, weil es die herrschende Doktrin des Neoliberalismus, der sogenannten freien Märkte, fordert. Aber dass freie Märkte wirklich nicht so frei sind, wie man denkt, das merkt man spätestens dann, wenn man einmal Monopoly gespielt wird. Am Ende stehen nämlich ganz wenige mächtige Player oder beim Monopoly dann sogar ein einziger, der quasi den Rest der Welt vereinnahmt. Ohne Regeln geht es nicht. Ohne Größenbegrenzungen werden wir auf Dauer das Problem nicht in den Griff bekommen. Die gewaltige Macht von Firmen wie BlackRock ist beunruhigend. Die Vernetzung der Giganten an der Spitze der Finanzwelt bedrohlich. Denn das ganz große Geld unterwirft den Globus unerbittlich dem Profit. Das trifft Millionen Menschen an vielen Orten. Finanzkonzerne verhindern alles, was sie regulieren könnte. Und vergolden sich weiter ihre eigene Welt.